Hallo ihr Lieben, ich wollte mich mal kurz auch beim News-Team bedanken für diese hervorragenden Zusammentragungen der Neuigkeiten und ich wollte mich für die gute Resonanz bei euch Zuschauern bedanken und deshalb machen wir weiter mit den News. Herzlich willkommen zu den CIA-TV-News im Mai. Liebe Mitstreiter und Legalisierungsbefürworter, in den letzten 4 Wochen ist unglaublich viel passiert. Damit könnten wir Unmengen an News-Sendungen füllen. Die wichtigsten bringen wir aber jetzt hier für euch. Legalisierungen in Guam, Mexiko und Luxemburg. Auf der Marianeninsel Guam haben die Abgeordneten vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, wonach Cannabis als Genussmittel legalisiert werden soll. Dieses wurde der Gouverneurin Guerrero, wenn ich das richtig ausspreche, zur Unterschrift vorgelegt. Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde darüber im Senat abgestimmt. Guerrero äußerte sich, dass sie die Legalisierung von Cannabis zwar grundsätzlich unterstütze, sie aber die endgültige Fassung des Gesetzestextes noch prüfen müsse. Letztes Jahr im November wurde mitgeteilt, dass Mexiko nun auch nach Kanada und Uruguay Marihuana zu Genusszwecken legalisieren möchte. Doch seither hat sich da nicht sehr viel getan. Die Grundsteine wurden gelegt und laut einem Medienbericht der mexikanischen Regierung werde man die Sommerpause vom 1. Mai bis 31. August nutzen, die Einzelheiten der Regelungen der Cannabis-Verordnung auszuarbeiten. Ein Ausschussvorsitzender erklärte, das Ziel sei, das Gesetz noch vor Ablauf einer Frist im Oktober zu verabschieden. Wir sind natürlich gespannt. Als erstes europäisches Land zieht nun Luxemburg nach, Cannabis zu legalisieren. Sehr zum Unmut der saarländischen Polizei in Deutschland. Auch wenn das Großherzogtum sehr klein ist oder vielleicht auch gerade deswegen, scheinen sie eine sehr intelligente Regierung zu haben. Die luxemburgische Regierung hat speziell eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die angestrebte Legalisierung zu planen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Ziel sei es dabei, Fragen zu analysieren, auf welche wegen der Regulierung erfolgen könne. Weshalb die Regierung im engen Kontakt mit den Niederlanden und Kanada sei, teilte die Regierung mit. Wie wir es aus Deutschland kennen, hat sich die saarländische Polizei auch schon zu Wort gemeldet. Wir werden die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg verstärken. Repression gegen CBD in Deutschland. Ja, wie ich schon in der Sondersendung am 11. April berichtete, wurde von der Polizei München keine Kosten gescheut und auch keine Mühen, der CBD-Mafia einen schweren Schlag zu versetzen. Dazu wurden 180 Münchner Polizisten und weitere 180 Bundesbeamte starteten zeitgleich in 14 Hanfshops, den dazugehörigen Privatwohnungen, Razzien, um den schwerkriminellen und mafiösen Machenschaften einer zu gebieten. Ja, das war leider fast Ironie, aber wir verurteilen das auf Schärfste. Es geht hier um absolut unbedenkliche Naturprodukte, um Kosmetika, um Kleidungsstücke, die in keinster Weise missbräuchlich genutzt werden können, die eingezogen wurden. Hier ging es wohl rein darum, Angst zu schüren bei CBD-Händlern und alle, die zum Thema Hanf sich interessieren. Dafür wurden Unmengen an Steuergelder verschwendet, Existenzen zerstört und rechtschaffene Bürger und Arbeitgeber sowie Nehmer wie Kriminelle behandelt. Sogar die Drogerieriesen DM und Rossmann reagierten prompt und entfernten vorsorglich alle CBD-Produkte außer den CBD-Kaugummis aufgrund der undurchsichtigen Gesetzeslage aus den Regalen. Zumindest das DM bringt nur 11 Tage später ihre CBD-Öle wieder zurück ins Sortiment, was wir natürlich sehr begrüßen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten News-Sendung. Bis dahin.